Hier wurde die Feuerwehr Warfelden zu einem Tiereinsatz, Tier eingebrochen im Schlamm, gerufen. Hier handelt es sich um eine Stute, ein Pony, Großpony, das in einen Bach ausgebüxt war und in einen Bach im Wurzelwerk von einem Baum eingesackt ist und dort stecken blieb. Das Pferd stand hier auf einer anliegenden Koppel und ist durch irgendwas aufgeschreckt worden, ist durch mehrere Koppeln hindurchgerannt und dann hier in den Bach, das am Ende der Koppel, der Bach verläuft, in den Bach hineingestürzt. Die Feuerwehr hat in Verbindung mit der Tierärztin, die vor Ort war, das Pferd erstmal wieder auf den Bauch aufgerichtet und danach mit Schläuchen über das Ufer an den Hang rangezogen und über die Böschung wieder ins Freie gebracht. Und zieht! Können noch ein paar rüberkommen? Und zieht! Und zieht! Ja, auch noch vor Hände! Und zieht! Super! Ja, also. Das Gelände ist hier durch die lange Nässe und Feuchtigkeit, die wir hier die ganze Zeit hatten, so aufgeweicht, dass hier kein Großfahrzeug, weder eine Drehleiter noch ein Kranwagen hier an die Einsatzstelle rangebracht werden konnte. Das Pferd ist relativ schnell ausgekühlt, da das Wasser noch relativ kalt ist, mit etwa um die 4 bis 5 Grad rum, und ist innerhalb von einer guten Stunde so ausgekühlt, dass es so erschöpft war, dass es erst Infusionen gebracht hat, bis es auf die Beine gekommen ist. Was, na ja.